Ja! Ach, Jaina, du weißt doch, wir erschaffen keine weiteren Vampire. Wir bleiben die Einzigen auf der Welt. So sind wir immer etwas Besonderes. Ich bin auch sowas Besonderes. auch wenn es Milliarden Menschen auf der Welt gibt. Aber was soll denn so schlimm daran sein, wenn wir neue Vampire erschaffen? Ach, meine kleine Jaina, eines Tages wirst du verstehen, warum es so ist, wie es ist. Du solltest dir keine weiteren Gedanken deswegen machen und einfach Spaß mit deinen Freunden haben. Natürlich. Ich gehe da mal jetzt, die anderen warten sicher schon. Und komm nicht zu spät nach Hause, sonst machen wir uns noch Sorgen. Na klar, bis nachher. Ciao, see ya. Was für eine hübsche Tochter wir haben. Ja, du hast recht. Wir hatten uns damals wirklich richtig entschieden. Wir hätten uns keine bessere Tochter auswählen können. Allerdings mache ich mir langsam Sorgen, was ihre Neugier betrifft. Irgendwann erfährt sie alles über unsere Vergangenheit. Wollen wir hoffen, dass dieser Moment noch lange auf sich warten lässt. Ein Glück, dass sie nicht die alte Sprache der Elras beherrscht. Sonst müssten wir das alte Zauberbuch, das wir damals bei Vincent Reynard gefunden hatten, irgendwo verstecken, wo sie es nicht finden kann. Und so ein Versteck ist nicht leicht zu finden. Schließlich sollten wir auch immer ein Auge darauf haben. Dieses Buch ist zu mächtig. Ja, aber momentan ist es hinten im Regal noch sicher. Niemand weiß von der Macht des Buches und das soll auch so bleiben. Hast du nicht auch Hunger? Jetzt, wo du es erwähnst, lass uns irgendwo einen einsamen Menschen suchen. Na dann, worauf warten wir noch? Also jeder normale Mensch würde ja jetzt entweder zu McDonald's, Burger King, Subway oder Kentucky Fried Chicken gehen. Nein, Vampire, normale Vampire suchen einsame Menschen im Wald. Leute, jetzt beginnt es. Das war jetzt sozusagen nur der Prolog. Jetzt beginnt Vampire's Dawn 2 eigentlich erst richtig. Dieses Spiel ist auch wieder ein riesiges Open-World-Monster, wie ich mal einem Kommentar entnehmen durfte. Es wird auch wieder einige Videos geben, wo wieder nicht so viel passiert. Ja, ein Spiel vom großen Alexander Malex-Koch. Sehr netter Typ übrigens, privat. Es wird wieder richtig zur Sache gehen, teilweise. Storymäßig ist Vampire's Dawn 2 vielleicht nicht ganz so schwach wie der erste, nicht ganz so stark wie der erste Teil. Es gibt aber, oder es wird wieder sehr viel auf Open Source gestellt. Also man kann die Welt bereisen, man kann Quests annehmen, man kann wieder sinnlose Quests erledigen, dann kann man wieder Quests erledigen, wo man ein bisschen Hintergrundinformationen über das Spiel erfährt, wo man Charas trifft aus irgendwelchen anderen Spielen oder aus dem ersten Teil. Also, es gibt so viel zu entdecken hier bei diesem zweiten Teil, das weit, weit, weit umfangreicher ist wie der erste Teil. Das heißt also, es wird schon etwas länger dauern, bis dieses Spiel hier beendet ist. Es gibt natürlich auch wieder verschiedene multiple Enden, die ich auch alle zeigen werde, so wie beim ersten Teil auch. Und ja, ich bin gespannt. Es ist auf jeden Fall also eines der meiner Meinung nach besten RPG-Maker-Spiele. Nach wie vor. Weil, für mich persönlich jedenfalls, weil Vampire's Dawn hat mich früher einfach sehr geprägt und mir hat es früher sehr viel Spaß gemacht, dieses Spiel zu spielen. Ich habe immerhin 2,5 Jahre auf dieses Spiel gewartet, ja, als kleiner Bub. Und ich freue mich, es Let's Play zu dürfen. Ich werde es wahrscheinlich so ähnlich gestalten wie den ersten Teil. Ich werde mir natürlich wieder meinen magischen Speicherkristall rein cheaten, sagen wir es mal so. Und natürlich werde ich mir hier auch nochmal, ja, mit dem Level. Ich werde mir vielleicht auch, wie beim ersten Teil, werde ich mir vielleicht auch wieder ein bisschen nachhelfen im Laufe des Spiels. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, genießen wir das Spiel für alle, die dieses Spiel nicht kennen. Ich wünsche euch viel Spaß. Man könnte jetzt eigentlich auch meinen, das hier wäre der Epilog, aber nein, das ist erst der Anfang. Hier kommt die Credits halt am Anfang. Und es wird wieder ein gigantisches RPG-Maker-Projekt auf jeden Fall. Nach dem letzten Vampire's Dawn Teil. Jetzt Vampire's Dawn The Second. Ja, ich bin gespannt, wie eure Rezensionen oder wie eure Reaktionen darauf ausfallen. Ich freue mich natürlich über allerlei Feedback und ja! Ja! Ich freue mich, Vampire's Dawn 2 zu Let's Playen. Es hat auch sehr viele Neuerungen, es hat sehr viele alte Standards, wie wir sie von dem ersten Teil auch kennen. Aber es ist wirklich sehr viel Neues dazugekommen und storymäßig wird es jetzt anfangs sehr interessant. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß und natürlich auch mir beim Spielen. Das ist ja wohl logisch. So. Es geht weiter.
Oh nein, wir sind in Walners Haus. Yeah, Walners in the house. Nochmal einen Schluck Lidl-Cola trinken. Wer findet auch, dass die Lidl-Cola die beste Cola ist? Der schreibt bitte, oder der drückt gefällt mir bitte bei mir. Okay, was hust da für ein Spanner jetzt übers Fenster? Was für ein Spaß. Wir werden verfolgt, wir werden ausgeraubt nun. Vielleicht ist es auch nur der Schornsteinfeger. Oder der Zimmerservice. Man weiß es nicht. Voilà. Es gibt keine Tür, die meinen Fähigkeiten widerstehen kann. Ja. Was ist das für ein Hansel? Endlich sind sie weg. Ich habe schon den halben Tag darauf gewartet. Hehe, wenn die drei wüssten. So, nun muss ich nur noch dieses ominöse Zauberbuch finden, von dem Meister Asgard sprach. Damit kann ich ihn dann endlich wieder aus dem Reich der Blutgeister in das Reich der Lebenden bringen. Obwohl, er ist ja ein Vampir. Dann ins Reich der Untoten. Wie auch immer. Ich sollte mich beeilen. Meister Asgard wartet nicht gerne. In seiner jetzigen Form als Blutgeist erleidet er unendliche Qualen. Daher ist die Zeit knapp. Ja, wir steuern jetzt diesen komischen Hansel. Strife. Strife, ein Dieb, ein menschlicher Dieb. Und wir sollen im Auftrag von Aska. Ja, ihr habt richtig gehört, Leute. Aska. Wir sollen das Zauberbuch finden. Und wo haben sie es versteckt? Wo haben sie es versteckt? Übrigens, geschmackloser Teppich. La 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 la. Vielleicht hier, kein Glück. Und da? Hier auch nicht. Was ist hier? Ein paar Waffen. Nein, was haben wir da? Eine Zierrüstung und hier? Hier ist es nicht. Aber merkwürdig. Sieht so aus, als wäre dahinter ein kleines Geheimfach oder so. Aber da ist kein Loch, wo ich meine Dietriche verwenden könnte. Es muss irgendwo einen Schalter geben, da bin ich mir sicher. Einen Schalter. Und der Schalter befindet sich hier an der Waffenbox. Also meiner Erfahrung nach sollte sich der Schalter befinden. Hier ist doch immer so. Da zieht man mal eine Fackel oder eine Waffe, die da so in der Scheinbar herumsteht, und schon hat man irgendwo eine Geheimtür geöffnet. Na dann wollen wir mal. Wow, hierher, ich bin doch der Beste. Oh, super. Oh, das Geheimfach ist offen. Und was sehen meine schönen Augen? Das alte Zauberbuch der Elras Magia. Okay, ich hab's jetzt. Nichts wie raus und ab zu Asgards Schloss. Schloss! Hehehe. Was habe ich nur getan? Ich habe meine eigenen Karas beraubt. So machte der Dieb sich auf den weiten Weg, um seine Belohnung zu holen. Nach mehreren Stunden erreichte er endlich den Fuß des Gebirges, auf dem Asgards Schloss liegt. Ja, wir erinnern uns, glaube ich, noch. Warum muss das Schloss auch nur so hoch auf einem Berg liegen? Ja, weißt du mich, ich klappala, lammal, Miss Marcel. La 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 la. Ich bin nur Aussichtsfranzose, also. Keine dummen Kommentare, bitte. So, es hat sich einiges verändert. Der Berg sieht nicht mehr so aus wie beim ersten Teil, nicht mehr so lame. Es gibt auch nur noch einen Abschnitt des Berges, also es gibt nicht mehr zwei Abschnitte, so wie es beim ersten Teil der Fall war. Und das Schloss. Asgards Schloss. Ich sag einfach nur wow. Einfach nur wow. Es hat sich so ziemlich alles verändert. Und kurze Zeit später, tief in Asgards Schloss. Ha, natürlich, das Magierzimmer ist nach wie vor dasselbe mit dem Rumgestöde im Hintergrund. Meister? Meister Asgard, wo seid ihr? Asgard, wie kommt es? Asgard ist doch tot. Nein! Diese Qualen. Meister, ich habe euch das Zauberbuch besorgt. Das ist die erste gute Nachricht seit Jahren. Bald werden meine unbeschreiblichen Qualen ein Ende haben. Gleich bin ich endlich wieder ein Vampir. Und ihr macht mich dann auch zu einem Vampir, Meister Asgard, als Belohnung? Natürlich. Ich werde dich in einen prächtigen Vampir verwandeln. Einen starken Vampir. Und jetzt sprich endlich den Zauber. Ich will diese Qualen nicht länger ertragen müssen. Natürlich, Meister. Wie erwünscht.
Hast du auch Walnas Blut dabei? Ohne das Blut eines Menschen, der mit einem Vampir geschlafen hat, funktioniert dieser Zauber nicht. Ja, Meister. Es war, wie ihr es gesagt hattet. Allerdings war es schon stark am Grab von Elaine im Boden versickert. Ich habe die Erde mitgebracht. Endlich ist meine Zeit gekommen. Los, sprich den Zauber. Welchen, Meister? Hier sind so viele Zauber drin. Du Nichtsnutz. Den Zauber für die Belebung eines Blutgeistes natürlich. Natürlich, Meister. Hätte ich auch selber drauf kommen können. So, wo ist er denn? Ah, hier ist er. Nalur Nara Bonas! Hä? Was war denn das? Keine Ahnung. Irgendwie habe ich ein kribbeliges Gefühl im Bauch. Sprech schnell den Zauber weiter, bevor du mir noch umfällst. Natürlich, Meister. Welt, mach dich bereit. Inoryu Fari Ot Ara Isnoki Luram Asre! Was passiert hier? Was soll mit Asuka passieren? Dieser... Er will tatsächlich Asuka wiederbeleben aus dem Reich der Blutgeister. Ist das zu fassen? Du Wurm! Was hast du getan? Oh nein, Meister, verzeiht! Das war wohl der falsche Zauber. Ich bringe das wieder in Ordnung, wartet. Ich rate dir diesmal den richtigen Zauber zu nehmen. Hier ist der richtige. Entschuldigt meine Unfähigkeit, Meister. Otrus Nuras Ireklis, Jolro Nufnes Hui Lumar Etnodar! Was wird jetzt passieren? Vielleicht vertauschen sich jetzt Askas Gliedmaßen und er hat anstatt Beine Arme und der Kopf, der wächst. Oder er spielt Karussell, das kann auch sein. Meister! Meister, wie konnte das passieren? Ich bin untröstlich. Verzeiht, Meister, das war wohl wieder der falsche Zauber. Haltet aus. Ich finde den richtigen schon noch. Wie ist es mit dem hier? Ich muss schon vom Zusehen kotzen. Iris Knoss Fumlare Urso Mustro Wustromon Aim Impatjol. Das hört sich an wie iranische Volksgebärden, aber... Aber ich glaube, das war der richtige. Was wird passieren, wenn Asuka, das Böse itself, wieder auf der Erde wandelt? Wird es funktionieren? Das ist erstmal die... Und es hat tatsächlich funktioniert. Es hat tatsächlich funktioniert. Endlich. Auch wenn mir Askas Facet in diesem Teil eigentlich nicht so gefällt. Also beim ersten Teil hat er eben noch so einen Charme ausgestrahlt, aber jetzt ist das Spiel halt etwas erwachsener geworden. Da ist schon klar, dass es auch ein bisschen erwachsener aussehen muss. Übrigens ein geripptes Facet von Vincent Waynard aus dem ersten Teil. Wer es noch in Erinnerung hat. Ja. Die Jahre voller Qualen endlich vorbei. Meister, ihr seid wieder ein Vampir. Das habe ich doch gerade gesagt, du Nichtskönner. Aber Meister, ich habe euch doch das Buch gebracht. Ja, ja, schon gut. Du hast deine Aufgabe erledigt. Und nun erzähl mir von meinen Freunden Walna und Elaine. Wo sind sie? Sie sind nun schon mehrere Jahre ein Paar, Meister. Und sie leben unter den Menschen. In Klenna, friedlich. Sie haben menschliche Freunde und seit kurzem eine Tochter. Sie leben unter Menschen? Typisch Walna. Walna, der Menschenfreund. Walna, der Weltenretter. Und meine geliebte Elaine, die mich so schamlos betrogen hat. Und was meintest du eben? Sie haben meine Tochter? Schaffen sie neue Vampire? Nun, nicht direkt, Meister. Ihre Tochter war der erste Vampir, den sie überhaupt erschaffen haben. Ansonsten gibt es wohl keine Vampire mehr auf der Welt, Meister. Keine weiteren Vampire? Gut, das ist im Moment kein sehr bedauerlicher Sachverhalt. Zu viele Vampire schaffen nur Ärger. Merkt ihr das? Wir wollen doch keine neue Hetzjagd wie damals beim Heiligen Kreuzzug der Menschen gegen die Vampire unter der Führung von Vincent Waynard. Das war nicht schön. Nein, das war's wirklich nicht. Aber Meister, ihr macht mich doch noch zu einem Vampir, oder? Ihr habt es versprochen. Ich soll dich in einen Vampir verwandeln? Ja. Obwohl du so lange gebraucht und dreimal den falschen Zauber genommen hast? Ja. Ihr habt es mir versprochen. Ich hab es dir versprochen. So. Na schön, halt still.
Oh ja, endlich, Meister. Darauf habe ich so lange gewartet. Endlich die Macht eines Vampirs zu haben. Erst einmal nehme ich das wertvolle Buch an mich. Und jetzt erhältst du deine Belohnung. Ja, beiß mich, Meister. Beiß mich. Beiß mich. Das war für deine Inkompetenz. Also würde man das heutzutage bei jedem machen, der einem inkompetent erscheint, dann würde man gar nicht mehr aus dem Brustdurchstoßen rauskommen. Oh nein, er hat Strife getötet. Was für ein Wurm. Und nun werde ich mir mal das Zauberbuch zu Gemüte führen. Da gibt es sicher den ein oder anderen nützlichen Zauber. Also ich finde ja Aska sein Zopf irgendwie da hinten so, weiß ich nicht, sieht so ein bisschen lächerlich aus. Also mit offenen langen Haaren hat er mir besser gefallen. So, so, sehr interessant. Mhm, ja, oh, was? Anna hat sich verliebt. Oh nein, der ist auch gut. What the fuck? War da etwas? Hey, du kleiner Wurm. Du bist doch wirklich tot, oder? Ja. Stille. Dachte ich's mir doch. So, und jetzt weiter im Buch. Der Freddy und der Peter. What the... Ja, was ist das? Der erste Zauber, den Strife gesprochen hat, war irgendein Zauber. Was ist hier los? Ich... Was zum... okay. Was ist das für ein merkwürdiges Kribbeln? Ich habe plötzlich das Bedürfnis, mein Magierzimmer zu renovieren. Was passiert hier? Aska ist ganz perplex. Ich spüre Macht. Leute, was ist hier los? Was ist mit Aska passiert? Er... ihm gefällt sein Teppich nicht mehr. Was ist nun passiert? Das nächste Mal erfahren wir es.